Die sollte raus sein, wenn nicht durch uns, dann durch jemand anderen. Nope. Sie ist nicht raus. Sie lebt noch. Wie? Ey, ich verstehe diesen Typen nicht. No joke. Wie überlebt der gerade ständig? Eisbär Adi, hi. Kannst du das nochmal wiederholen? Dann guckt euch das VOD an. 310. Vielleicht hat sie auch 310. Ja, 310 waren es bei Azuma und Shishino. Pedepopalüchen. Wer jetzt da noch tiefer in die Materie einsteigen will und rausfinden will, welche Schiffe man mit welchem Schiff durchschlagen kann, auf welche Distanz und so, dann solltet ihr euch das Fitting-Tool mal anschauen. Wenn ihr quasi mit einem Schiff unterwegs seid und... mal gerade nach. Und ihr wollt wissen, ob ihr mit eurem Schiff, wenn ihr das gerade grindet, bei anderen Schiffen durchkommt. Dann geht ihr auf die Webseite hier und dann geht ihr auf Artillery Chart und dann könnt ihr auswählen, könnt ihr euer Schiff auswählen und dann könnt ihr gucken, was für eine Durchschlagskraft das hat, auf welche Distanz. Und dann geht ihr ins Spiel und guckt euch die Panzerungsanordnung an von den feindlichen Schiffen und dann seht ihr, wie viel ihr durchschlagen müsst und dann könnt ihr auch ausrechnen, mehr oder weniger, auf welche Distanz ihr dann keine Probleme haben solltet. Taratos, ich danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Mein. So, wir passen ein bisschen auf. Wir sind wieder maximal aggressiv hier vorne. Aber es sind sehr viele Kreuzer mit dabei, was für uns ganz gut ist. Weil wir sind in einer Monty und eine Monty ist bekanntlich, haben wir ja gesagt, ein Kreuzerkiller. Ja, schade. Unterschätzt. Wie schnell er drehen konnte. Die Öland ist fast raus. Ich hoffe, die bleibt noch offen, dann können wir noch einmal drauf schießen. Schade, als das dreht raus, auf die wollte ich eigentlich gerade gleich schießen. Gucken wir mal, ob er beschleunigt. Greifen wir wieder an. Jetzt wissen wir mehr oder weniger, was hier auf uns zukommt, was uns erwartet. Was hältst du von den deutschen Schiffen und welches von den deutschen ist dein Lieblingsschiff? Ich mag die Hindenburg tatsächlich sehr gerne als Kreuzer. Auf Stufe 10. Die macht Spaß. Der Kurfürst macht mittlerweile auch mehr Spaß wieder als früher. Mal gucken, ob die Brindisi aufpasst. Die hat ein bisschen den Kurs geändert. Das heißt, sie könnten drüber gehen, alle die Granaten. Tun sie auch, ja. Schade, hat eingedreht. Eins in der Mitte. Allein das hier als Grund, damit wir wieder näher ranfahren mit der Montana. Die Kreuzer können zu sehr ausweichen auf Distanz. Ist nicht gut. Captain Lucky, dankeschön für dein Follow. Und Archibald TM, danke dir ebenfalls. So, die dreht gerade voll breit, versucht rauszufahren, abzudrehen. Mal gucken, ob wir ihn noch rechtlich erwischen in der Zitadelle möglicherweise. Oh, leider nur einer. Na gut, dann würde ich trotzdem sagen, push mal da rein. Unsere Bismarck ist leider fast raus.
Öland haben sie halt auch noch hier stehen. North Carolina ist zu schnell weg. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Die Monty von Zott. Ah, er dreht ein. Dammit, ich hab gedacht, er dreht raus nach hinten. Schade. Jetzt haben wir eine Mainz, die dort vorne rumfährt. Und wir haben extrem viele Gegner vor uns, was uncool ist. Vor allem fährt die Alsace so ein bisschen in unsere Richtung, ne? Hier, wir sind zu. Öland ist also nicht mehr hier, wie es aussieht. Dann werde ich jetzt mal kurz die Chance nutzen. Nee, er dreht ab. Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden hier bleiben erstmal noch. Ah, er dreht doch nicht ab. Okay, dann könnte das jetzt doch gefährlich werden für uns. Drüben die Mainz haben sie raus, ne? Ich will auf jeden Fall blocken den Feind. Wir haben noch sehr viele Heals übrig. Setze jetzt auch gerade mal ein. Kein Treffer schon wieder, schade. So, was macht die Alsace? Die dreht jetzt ab. Macht sie's? In der Minimap sehen wir das. Anhand der Linie. Macht er nicht wirklich. Er fährt rückwärts dort hinten. Gehen wir mal da drauf. Und ihn würde ich ganz gerne nochmal versuchen zu treffen. Zu finishen. Oh nice, aber eine Front sieht er dabei. Wir stehen ziemlich breit zu der Ersatz. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass der uns nicht rausrammt nachher. Das wäre extrem uncool. Zur Not werde ich einmal abdrehen müssen. Der soll jetzt einmal schießen, der Typ. Dann können wir abdrehen. Dann gehen wir in Richtung North Carolina. Aber macht er nicht. Er schießt halt einfach nicht. Der wartet einfach nur darauf, dass wir Breitseite zeigen. Jetzt schießt er. Okay, dann drehen wir auch ab. Versuchen seine Hauptgeschütze irgendwie zu treffen, dass sie disabled werden. Jawohl, eins haben wir geschafft. Dann muss er nochmal neu nachladen. Leider hat er ein kleines Kaliber, das heißt, er kann auch ganz schön schnell nachladen. Normal Hauptgeschütze disablen. Ah, nicht geschafft. Aber Schaden gemacht. Hier hinten erwischt. Scharf geschaltet. So, jetzt haben wir die NC dort vorne. Die Moskau pusht auch noch auf ihn drauf. Der brennt gerade noch, der Feind. Ich kümmere mich mal, glaube ich, um NC und noch Tirpitz dort oben. Die Alsace. Ich hoffe, die geht gleich raus. Spotter. Wir haben da hinten eine Brindisi gerade noch offenbar. Ich versuche, ihn mal blind zu treffen. Vielleicht haben wir noch Glück und schaffen das. Oh, ein Overpen. Hat nicht gereicht. Der hat geheilt. Schade. So, Tirpitz und North Carolina. Nächstes Ziel. Die Alsace muss halt eigentlich raus. Da ist die Brindisi wieder. Alsace geht nicht zu. Brindisi geht zu. Das heißt, wir gehen lieber auf ihn erstmal. Sie hat das überlebt. Okay, cool. Kann man machen. Alsace überlebt auch gerade. Und wir gehen raus. Mit der Zeit. Unsere Malfi schafft das nicht, diese Alsace rauszunehmen. Okay. Der Damage von diesen blöden Italienern dort oben. Und der Brindisi, die macht richtig Schaden, die SAP. Wir müssen hoffen, dass die Tirpitz ihre Torps komplett versaut. Was macht unsere Hindenburg eigentlich?
sagen, dass wir die Hacktops eventuell, Hackzieher eventuell penetrieren, jawohl. Schön, 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 schön. Perfekt, 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 perfekt. Jetzt ein bisschen ausweichen, die Tops kommen bestimmt gleich. Wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Ne, wir müssen eigentlich in die Richtung weiterfahren, wir können nicht auf die Moskwa zufahren. So, wir müssen aber... Es sei... Ach, fuck. Wir fahren jetzt mal so weiter und hoffen, dass er die Torps irgendwie hier hingesetzt hat, dass wir noch an ihnen vorbeifahren können, wenn wir jetzt gerade ausfahren. Oder er hat sie gar nicht rausgesetzt. Dass die noch lebt, ey, die Brindisi dort hinten. Ist krass. Okay, die Torps kam anscheinend nicht raus. Sehr schön. Natürlich aber der Brand von der Moskwa. Schnell, schnell über die Insel noch drüber schießen. Jo, bin drauf. Und die sind jetzt noch hier vorne. Deal aktiviert. Die sollte raus sein. Wenn nicht durch uns, dann durch jemand anderen. Sie ist nicht raus. Sie lebt noch. Wie? Ey, ich verstehe diesen Typen nicht. No joke. Wie überlebt der gerade ständig? Wie überlebt dieser Typ ständig? Öland, mach ihn bitte kaputt. Aufbauten. Aufbauten. Öland, aufbauten. Aufbauten. Hat er... Oh, unser DD ist dabei auch rausgegangen. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie er gerade das Ding überlebt hat. Ich glaube nicht, dass wir zu weit nach vorne gezielt haben. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube einfach, dass die Streuung entsprechend uns einen Strich durch die Rechnung wieder gemacht hat. Die haben noch eine volle Brindisi dort hinten. Oje, und eine Yamato haben sie auch noch. Der DD hätte gerade nicht sterben müssen von uns. Mal gucken, ob wir die Moskwa jetzt erwischen in den Aufbauten. Hallo Nudelhammer, moin. Oh, schön, Hackzieht aber dabei. Nice, nice, nice. Dann gehe ich eher Richtung B und versuche die Yamato noch zu bekämpfen, auch wenn das gefährlich ist, weil die Yamato halt eigentlich unser Todfeind ist. Als BB, aber die Brindisi jetzt zu verfolgen. Die wird uns abfarmen. Das ist ja das Problem, das ich hier noch sehe. Da vorne haben wir noch die Chance, die Yamato in der Seite zu erwischen, während sie mit der Bismarck beschäftigt ist. Und den B-Cap zu holen. Und den Sieg zu sichern. Einen einzigen Klammer noch. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, so oft zu überleben in seiner Brindisi. Einmal hier drüben, als wir ihn blind getroffen haben, hat er einmal überlebt. Dann, als er hier aufgetaucht ist, hat er überlebt. Und jetzt hier gerade nochmal. Und er nimmt auch noch den DD raus dabei. Ich glaube, wir könnten diese Runde jetzt verlieren, weil unser DD gestorben ist. Weil ich die Brindisi nicht rausbekommen habe. Könnte tatsächlich passieren. Bismarck wird nicht mehr allzu lange überleben. So. Schnell Reload. 10 Sekunden noch. Einmal abbremsen, damit wir noch über die Insel drüber schießen können. Und jetzt in den Cap rein ganz schnell. Und hoffen, dass unsere Granaten durchschlagen. Der winkelt nämlich gerade schon leicht an. Jawoll. Digga, Großkaliber schon wieder. Und Krake. Oh nein, Bismarck stirbt. Nein, er lebt noch. 3% RHP. Nice. Oh, ich habe das vergessen mit dem UDD. Oh nein. Da muss er mir das nächstes Mal sagen und seinen Wunsch einfordern. Ich habe das komplett vergessen.
ich habe jetzt gerade mit 20k oder so gerechnet. So, bam, weißt du? So, Öland. Wenn du mich resetten willst, dann musst du Torps schmeißen und treffen oder... Er ist hinter der Insel gefahren. Feuerball, Junge! Bam! Oder er muss schießen. Bin wieder offen. Ich muss eigentlich abhauen jetzt, ne? Richtung Brindisi und versuchen Brindisi anzugreifen. Wo ist er? Wo ist er? Er war kurz wieder spotted. Vielleicht ist er gerade hier dahinter gefahren, dann hat er mich hier kurz gespottet und ist jetzt hinter dieser Insel. Weiß es nicht. Bin wieder offen. Geht jetzt auch rüber Richtung Hindenburg und hilft da. Oh, Leute. Wir müssen nur... Ja, aber wenn die Hindenburg rausgeht, verlieren wir wieder Punkte. 4 Minuten muss ich jetzt noch überleben. Die Bismarck wird es nicht schaffen, glaube ich. Ich muss noch 4 Minuten überleben. Hindenburg wird es auch nicht schaffen, leider. Wir können vielleicht die Brindisi noch angreifen. Wenn wir wegfahren von der Öland... Keine Torps mitnehmen. Das Spottingflieger könnte... Wir sind noch nicht in Reichweite für die Brindisi. Ich hoffe, dass er den DD irgendwie aufmacht, dass er zu gierig ist und uns hinterherfährt. Ich könnte tatsächlich aber auch einfach mal kurz hier im Cap noch drin bleiben. Wenn die das überlebt, in ein paar Sekunden haben wir die 1000 Punkte. 3 Minuten 30 noch. Und das war's. Hindenburg ist raus. Okay, 3 Minuten 30 muss ich jetzt überleben. So, super toll. Bismarck wird das auch nicht schaffen. Wir könnten einfach nach C durchfahren. In Unspotted. Ne, pass auf, wir fahren jetzt hier unten Richtung Brindisi. Wir haben noch einen Heal. Wenn die meint, dass sie uns angreifen muss, dann kann sie es versuchen. Bin wieder kurz offen gewesen. Also irgendwo hier fährt der DD rum, in dem Bereich, glaube ich. Und wird auch gleich in B drin sein. Wenn die Bismarck es schafft, zuzubleiben. Brindisi wird die Bismarck auf jeden Fall angreifen wollen. Das heißt, sie wird auch aufgehen. Er hat einfach noch 3 HP. Hallo Moose. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Moin moin. Na komm. Wir haben eigentlich Clan Battles jetzt. Ich habe nicht gedacht, dass das... Okay, wir haben's. Sehr schön. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt nochmal ein 20-Minuten-Match wird. Oh, damn. Schönes Ergebnis. Das war die beste Runde, die wir heute hatten jetzt. Aber ich bin zufrieden damit. Schön spannend bis zum Schluss und... Schön gezeigt, was die Montana eigentlich auch kann. Ne? Oder auch nicht kann. Je nachdem. Naja.